Hallihallo, ich melde mich auch mal wieder. Ich hoffe, dass ihr alle jetzt zwei schöne Tage hattet, also Donnerstag und Freitag. Ich bin ja jetzt wieder dauerhaft ganz zu Hause und werde jetzt eure Fragen beantworten. Erstmal Dankeschön und ja, du darfst beginnen. Ja, also ich bin ja jetzt wieder dauerhaft zu Hause, weil heute war der letzte Drehtag von der Staffel. Heißt, ich drehe dieses Jahr gar nicht nochmal. Ich bin ja immer nur während der Drehzeit in der Schule in Erfurt, also immer für ein halbes Jahr. Und in der Zeit mache ich schon das Schulzeug aus Erfurt, weil ich da auch in Erfurt und so Noten kriege. Aber wenn ich dann wieder für ein halbes Jahr hier bin, wie es halt jetzt der Fall ist, dann mache ich das Schulzeug aus Erfurt nicht. Weil dann bin ich ja wieder hier in meiner Schule und das ist ja eigentlich meine richtige Schule. So, Erfurt ist ja nur so eine Übergangsschule. Ich hoffe, man konnte das irgendwie ein bisschen verstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Tipps, die ich jetzt sagen werde, da werden sich jetzt einige so denken, ist das dein Ernst? Aber das sind wirklich die besten Tipps. Hab einfach Spaß und sei einfach du selber. Wirklich. Also das hört sich jetzt richtig doof an, aber das sind die besten Tipps. Oh Gott, das ist eine harte Frage. Aber ich glaube, ich würde lieber mein ganzes Leben nur noch sehen können, weil ich es schlimm finde, wenn es dunkel ist und man gar nichts sieht und dann nur hört. Da kriege ich Angst. Was mache ich heute noch? Also ich beantworte jetzt erstmal eure Fragen. Dann werde ich noch ein bisschen lesen, bestimmt. Und dann ist heute Filmabend mit meinen Eltern und meiner Schwester. Heißt, wir gucken einen Film und machen Popcorn. Ja. Also die Woche war so zweigeteilt. An sich war sie voll schön, weil ich die letzte Zeit in Erfurt so voll genossen habe und das nochmal so voll bewusst und so wahrgenommen habe. Aber sie war natürlich auch traurig, weil ich halt meiner Gastfamilie Tschüss sagen musste, meinen Freunden in Erfurt Tschüss sagen musste und die Drehzeit halt einfach vorbei. Also erstmal Dankeschön und ja, werde ich definitiv. Das ist immer so voll krass, weil man dreht immer so ein halbes Jahr und dann ist es einfach immer vorbei und man ist immer so. Also am Anfang muss man sich schon so ein bisschen dran gewöhnen, aber man gewöhnt sich eigentlich voll schnell daran und dann ist es so voll normal. Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man sich einfach gut mit der Gastfamilie versteht und dann ist das eigentlich voll gechillt. Ganz kritisches Thema. Ja, ich bin so vorbildlich. Ich habe noch nicht für alle was. Ja, ich hab noch nicht für alle was. Aber ich habe schon welche gekauft. Zwar noch nicht für alle, aber ich habe schon welche. Zwar nur für einzelne Personen, aber... Also ich mache es auf jeden Fall immer so, dass ich mir eine Liste schreibe, damit ich so ein Erfolgserlebnis habe, wenn ich das abhake. Und baue mir halt auch so Pausen ein. Also keine Ahnung, eine halbe Stunde Geo lernen und danach 10 Minuten Pause. Oder 20. Oder ja. Also auch wenn ich so traurig war, aus Erfurt zu gehen, muss ich trotzdem sagen, dass ich mich so voll auf zu Hause gefreut habe, weil ich ja jetzt auch die ganzen Leute hier wieder sehe. Und es ist auch gerade, ich genieße es gerade voll, so wieder in meinem Zimmer zu sitzen. Und ja, ist schon schön. Und Dankeschön. Beides. Also wenn ich in der Zeit in Erfurt bin, dann schreibe ich die Klausuren damit. Und wenn ich jetzt wieder hier zur Schule gehe, schreibe ich jetzt wieder die Klausuren hiermit. Ich freue mich einfach so voll auf diese Stimmung. Also wenn wieder so überall geschmückt ist und die ganzen Lichterketten und so. Dann auf die Musik. Ich werde wieder so irgendwelche Weihnachtsplaylisten so wieder so suchten. Und auf gemütliche Kaffee trinken mit meiner Familie. So Leute, ich werde den Fragenfreitag jetzt erstmal hier beenden. Ihr könnt mir nächste Woche wieder gerne eure Fragen stellen. Und ich werde diesen Fragenfreitag auch wieder in meinen Story-Highlights speichern. Und du darfst die Fragenrunde beenden. Und Dankeschön!